Und damit willkommen zurück zu Undertale. Im letzten Part, da ja, sind wir eigentlich ziemlich mehr geflüchtet vor Undyne, aber ja, jetzt sind wir hier irgendwo runtergefallen, nachträglich, und wir haben hier nur einen Haufen Müllhaufen, ja, einen Haufen von Müllhaufen, wovon wir einige Marken wohl wiedererkennen sollen oder eben es tun, genauso wie auch hier ein Fahrrad. Du legst deine Hand auf das rostige Fahrrad. Von der Hupe kommt ein kümmerliches Ächzen. Oh, ja, das klang ja wirklich nicht mehr ganz so gut. Ein kaputter Desktop-Rechner. Das Innere ist leer. Wurde ausgeschlachtet, wurde benutzt. Es ist eine Kühltruhe. Es ist kein Markenprodukt und wurde kaum genutzt. Im Inneren befinden sich ein paar gefrorene Riegel mit Astronautenfutter. Ein Riegel mitnehmen? Ja. So, jetzt haben wir zwei Stück mal mitgenommen. Warum denn nicht? Das ist eine DVD-Hülle zu einem Anime. Zittrige Spuren von Klauen sind an den Ecken. Sieht aus wie eine gewöhnliche Attrappe zum Trainieren. Möchtest du zuschlagen? Ja. Du schlägst auf der Attrappe mit voller Wucht. Fühlt sich schon gut an. Narr! Du denkst, du kannst mich verletzen? Ich bin ein Geist, der in einer Attrappe lebt. Mein Cousin lebt auch in einer Attrappe. Biss! Du hast dein Zuhause zerstört. Wir Geister verbringen unser ganzes Leben damit, nach einem geeigneten Gefäß zu suchen. Langsam, ganz langsam gewöhnen wir uns an unseren neuen Körper. Bis wir eines Tages zu körperlichen Wesen werden. Zu Wesen, die lachen, lieben und tanzen können, genau wie andere. Aber du Zukunft, die Zukunft meines Cousins, du hast alles weggenommen. Jämmerlich, jämmerlich, jämmerlich! Mensch, ich hoffe, du hängst nicht zu sehr an deinem Körper. Denn deine Seele wird wohl zwangsversetzt. Böse Attrappe blockiert den Weg. Ja, und die sieht jetzt gar nicht mehr ganz so cute aus. Zerfallen. Töricht, töricht, töricht! Damn. Selbst wenn du mein Gefäß angreifst, verletzt du mich nie. Ich bin noch immer körperlos, du Dummi. Warte, ist Dummy ein Kompliment? Okay, gut. Oh, ihr Idioten! Passt auf, wohin ihr mit eurer Magie zielt. Hey, du, vergiss, dass ich etwas über Magie sagte. Okay, Magie, aber ich habe nichts zu Magie. Nee, ich hab sonst nichts, naja. Du redest mit Attrappe. Sie scheint nichts für dich für Plauderern übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Ja, nutzlos, nutzlos. Getroffen wurde ich. Wieder getroffen, zweimal getroffen. Nein, wir treffen die einfach mal. Ich besiege dich und nehme deine Seele. Ja, doof. Die verliert wirklich gar keine HP damit. Okay. Wo ist der Schneemann-Teil? Ich wurde vollständig geheilt, das wollte ich nicht.
Aha, genau, der böse Treiber hüpft bösartig hin und her. Aber die verliert wirklich gar keine HP. Das ist schon... Ich werde das Fenster eines tollen Geschäfts ziehen. Jo, alles klar. Sie führt ein... Du redest mit der Trappe, aber sie scheint nichts für Plauderan übrig zu haben, nach wie vor. Vielleicht hätte sie wirklich nicht hauen sollen. Es riecht nach ein... Was? Okay. So, böser Treiber verliebt Baumwolle über die gesamte Textbox. Probieren wir es mal weiter. Aber die bauen sie wieder zusammen. Vielleicht kann ich... Noch einmal probieren. Na gut. Hat sich wieder ein paar Mal treffen lassen, aber ich habe das Gefühl, das geht hier... Das bringt mir nicht viel. Jo, das war ja wohl... Zwangstreffer, warum gehe ich? Warum wolle über die gesamte... Genau, Attacke 3 fürs Defense Fragezeichen. Weil er ein Geist ist, werden physische Angriff scheitern. Aber ich habe gar keine speziellen... Naja, speziell, naja. Nur magische, ne? Plastikmesser, Handschuhe, Nice Cream. Ja, liebe dich. Ich liebe dich. Yeah. Aber damit drehe ich mich im Kreis. Wir reden einfach mal ein bisschen besser. Das bringt wieder mal nichts. Keiner ist damit glücklich. Und die wurde nicht getroffen. Probieren wir es einfach nochmal. Aber es bringt nichts. Ah, das ist fies, das ist fies. Das ist wirklich fies. Hey Leute! What? Hier bin ich quasi theoretisch sicher. Genau, ihr sollt nicht auf ihn schießen. Jeder, ihr seid alle gefeuert. Ihr werdet alle ersetzt. Jetzt wirst du meine wahre Macht spüren. Ich setze auf Leute, die kein Müll sind. Mechanische Geräusche erfüllen den Raum. Muss ich... Schade. Okay, jetzt kommen Magieraketen. Aber damit müsste ich quasi sorgen, dass sie ein paar Mal getroffen wird. Ich meine, eigentlich ist es jetzt gerade relativ egal, wie ich treffe, ne? Vollkommen getroffen. Upsala, upsala. Sie schaut in den Spiegel und dreht sich, was, mit demselben Blick zu dir um. Und wieder heile, wieder heile.
Lemmy war das letzte Angriff, okay? Wow, das war ja wohl wirklich ein Satz mit X. Unmöglich. Die sind sogar schlechter als die vorherigen Leute. Wen kümmert es? Wen kümmert es? Wen kümmert es? Ich brauche keine Freunde. Ich habe Messer. Okay. Ich habe keine Messer. Aber das ist egal. Du kannst mich nicht verletzen. Und ich dich nicht. Du wirst dir festsetzen. Für immer. Für immer. Für immer. Ja, okay. Was zur Hölle? Was ist das? Sauerregen. Säureregen. Ach, vergiss es. Ich bin wieder weg. Böses Vieh. Entschuldige. Ich habe dich gestört? Oder nicht? Als ich kam, ist dein Freund sofort verschwunden. Oh nein, es schien, ihr hättet Spaß gehabt. Oh, warte. Hast du mich nicht vorher angegriffen? Das ist peinlich. Entschuldige, einen schönen Tag noch. Vielleicht bin ich böse. Alles. Naja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich warne dich nur, damit du mir nicht aus Versehen in mein Haus folgst. Das würde dir vermutlich nicht gefallen. Okay, ich gehe aber jetzt trotzdem dahin. Kann ich mich jetzt heilen? Ich kann mich hier heilen. Oh hey, du bist mir gefolgt. Mein Haus ist hier oben. Du willst also vermutlich nicht dort langkommen, ne? Ich hoffe, das hilft. Also erstmal haben wir ja schon mal einen Safe State, ne? Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Du vernimmst eine beruhigende Stille. Du bist von Entschlossenheit erfüllt. Wie schon die ganze Zeit. So, hier geht's dann wieder. Hier rüber, guck mal, hier ist die Ente. Dieser kleine Vogel möchte dich hinüberfliegen. Nimmst du das Angebot an? Nein, ich möchte noch nicht fliegen. Aber gut zu wissen. Okay. Ja, dann ist hier wahrscheinlich der Geist, der in der Mitte wohnt. Und Norden, Blockflur. Osten, Hotland. Und Fragezeichen, Temmidorf. Okay, guck mal, hier wäre schon mal eine Kiste. Hey, du da! Ich habe ein paar tolle Sachen zu verkaufen. Was denn? So, was haben wir denn hier? Meerreste, diffuse Brille. Länger unverwundbar oder zerrissenes Buch. Nee, das ist auch nicht so gut. Nee, dann kann man ja eher nochmal verkaufen. Ja, ich möchte mein Zeugs loswerden. Und aber soweit ich weiß, ist das Temmidorf die Ortschaft. Ja, gut. Also, der... Du. Ich darf ihn nicht verkaufen. Alles klar. Dann tschüssi. Komische Schildkröte. Ich darf nicht verkaufen. Was ist hier? Hier komme ich nicht weiter. Habe ich hier nochmal eine Beschriftung? Verletzt, geschlagen und in Angst. Um unser Leben gaben wir schließlich auf. Sieben ihrer größten Magier versiegelten uns im Untergrund mit einem Zauberspruch. Alles kann durch das Siegel herein. Doch nur eine mächtige Seele kommt wieder heraus. Okay. Naja, so, wir gehen ja trotzdem doch nochmal nach da hinten. Aber hier nach da oben. Der Geist hört hier seine Musik. Haben wir hier? Das ist ein Ziel. Schneckenrennen. Möchtest du ein Spiel spielen? Es heißt Thundersnail.
Die Schnecken machen ein Rennen. Und wenn die gelbe Schnecke gewinnt, gewinnst du. Teilnahme kostet 10 Gold. Okay, drücke wiederholt Z zum Anfeuern der Schnecke. Bereit? Jo, alles klar. Ah ja, was war das denn? Oh, du hast deine Schnecke zu sehr angefeuert. All dieser Erfolgsdruck, das hat sie fertig gemacht. Oh. Okay. Dann wollen die nochmal machen. Das möchte ich wirklich nochmal machen. Ja. Ah ne, guck mal, das... Ja, jedes Mal, wenn ich Z drücke, wird die langsamer. Kann ich das vielleicht gar nicht gewinnen? Aber sie bewegt sich jetzt, aber sie ist trotzdem langsamer. Nee, das bleibt jedes Mal stehen. Tja. Ihr habt beide euer Bestes gegeben, aber die Schnecke sieht entmutigt aus. Ihr Bestes war nicht gut genug. Oh. Na gut, dann lass mich in Ruhe. Diese Schnecke zählt Dollarscheine. Ein zweites Haus war schon lange überfällig. Schleim, Schleim, eine lange Reise steht dir bevor. Schleim, Schleim, gehe weiter bis zum Horizont. Schleim, Schleim, so verkündet es Sam Boyul. Okay, und was willst du, Schnecke? Es ist eine Schnecke. Aus irgendeinem Grund fragst du dich, wie sie wohl schmecken würde. Ach du Schande. Seltsam. Ich arbeite gerade. Ich meine, willkommen zur Flugfamilienfarm. Ja, ich bin der einzige Angestellte. Das Geschäft lief hier einst mal sehr gut. Aber unser größter Kunde verschwand eines Tages einfach. Jetzt kommt hier nur so ein behaarter Mann einmal im Monat vorbei. Ah ja. Gut, dann gehen wir doch mal hier hin. Abgeschlossen. Hier wohnt dieser Geist. Oh, hey, du. Du bist mit mir in mein Haus gefolgt. Mach es dir gemütlich. Die CD trägt den Titel Spooktunes. Abspielen. Okay. Spookwave. Okay. Und diese CD trägt den Titel ganz normal, cool, die... Ja, halten wir es mal an. Dann haben wir hier einen Desktop-Rechner. Der Internetbrowser ist offen und zeigt ein Musikforum an. Oh, das ist ja... Das ist mein Fernseher. Also, es gibt eine Sendung, die ich ganz gerne sehe. Manchmal... Oh, du hast Hunger? Ich kann dir etwas zu essen machen. Das ist aber sehr nett. Es ist ein Geister-Sandwich. Willst du es probieren? Warum denn nicht? Du versuchst in das Geister-Sandwich zu beißen. Es gleitet einfach durch. Oh. Vergiss es. Nach gutem Essen lege ich mich am liebsten auf den Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine alte Familientradition. Möchtest du mitmachen? Nein, danke. Oh, okay. Tschüssi. Dann nicht. Machen wir das nicht, ne? Sitz hier rübergegangen. Nach wie vor abgeschlossen. Na gut, dann gehen wir nochmal hier nach nebenan. Was? Was? Was?
Ich lebe hier. Ja, okay. Scheint nicht, als wäre jemand zu Hause. Ja, dann nicht. Dann können wir ja jetzt in Ruhe im nächsten Part weitergehen, ne? So ist das dann halt manchmal. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Richtig? Also, bis dahin und ciao!